Es ist ein ziemlich kitschiges Gemälde. Ich kann nichts von Interesse sehen. Okay, hier geht's weiter. Sind wir jetzt? Im Esszimmer. Ein Platz für alles und alles auf seinem Platz? Oh, nein. Ein Platz für alles? Ja, komm, das kennen wir. Alles schon. Auf seinem Platz? Oh. Okay, was haben wir hier? Oh. 10 kleine Leichtmatrosen. Entzückt. Aha. Wir allen stecken. Hier ist sonst nichts weiter. Bild. Es ist ein ziemlich kitschiges Gemälde. Für dich ist alles kitschig. Ja gut, für mich auch, aber... Man kann halt nicht alles haben. So, dann gehen wir durch diese Tür mal. Das klappt nie, sage ich dir. Wir hätten nie zusagen dürfen. Eine Wochenendgesellschaft nur eine Woche, nachdem wir hier angefangen haben. Und keine weiteren Hilfen. Ethel, beruhige dich. Du hast es mir versprochen. Nie wieder, hast du gesagt. Woher sollte ich wissen? Oh, Mr. Narracott, Ethel wird eine Mahlzeit hier für Sie zubereiten, sobald den Gästen serviert wurde. Mhm. Dankeschön. Was haben wir hier? Da können wir was einstecken. Hier haben wir es. Das ist ein solider, gusseiserner Ofen. Töpfe! Töpfe. Wie ich erwartet habe. Töpfe! Reden! Mr. Rogers, könnte ich vielleicht mit Ihnen ein Wort... Entschuldigung, Sir. Ich habe im Moment zu viel zu tun, um mit Ihnen zu reden. Okay, gehen wir mal hier lang. Kühlschrank. Der Kühlschrank erscheint mir kaum groß genug für ein Haus von dieser Größe. Kommen wir hier weiter rum? Ah ja, offenstehende Tür. Was haben wir hier? Das ist eine Presse. Es sieht so aus, als ob eine große Menge an Obst da reinpasst. Okay. Was haben wir hier denn alles? Oh. Ich werde das dorthin zurückstellen, wo ich es gefunden habe. Es muss nicht sein, dass ich unnötige Aufmerksamkeit auf meine Schnüffelei lenke. Was habe ich jetzt eingesteckt? Große Metallschaufel. Bratenpipette. Kann ich die schon irgendwo mit verwenden? Das ist keine sehr gute Idee. Nein, offenbar nicht. Okay. Beste. Genau, steck Mehl ein. Geht das jetzt? Moment. Darauf hätte ich früher kommen sollen. Muahahaha. Brauchen wir bestimmt für Fingerabdrücke hinterher. Da wette ich meinen Hintern drauf. Ein Käserad. Igitt. Da gibt es nichts mehr zu sehen. In Gase eingewickeltes Käserad. Igitt, igitt. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Das brauche ich nicht mit mir herumzuschleppen. Die Speisekammer ist gut gefüllt. Die Speisekammer ist gut gefüllt. Jawohl. Kann ich denn irgendwas das hier trennen oder so? Geht das? Was sind überhaupt? In Gaze. Gaze, nicht Gaze. Da. Wieder im Urzustand. Was ist denn Gaze? Muss ich mir mal aufschreiben. Muss ich hier heute mal. Oder vielleicht weiß es ja einer von euch, was Gaze ist. Gaze. Wenn nicht, werde ich das nachher mal Wikipedian. So, hier haben wir noch Ich muss warten, bis das Wetter besser wird. Okay. Okay, weiter. Geht's? Nee, Moment, ist hier noch was? Kupfertöpfe. Wie ich erwartet habe.
Presse? Das ist eine Presse. Es sieht so aus, als ob eine große Menge an Obst da reinpasst. Okay, dann sind wir jetzt einmal durch. Durch die Tür sind wir reingekommen. Dann gehen wir durch die Tür weiter. Okay, dann sind wir jetzt in dem Raum. Können wir jetzt hier hingehen? Eine Treppe und eine Tür. Gehen wir erstmal durch die Tür. Das ist das Gemälde einer Blume. Sieht wie eine Seerose aus. Einstecken. Ne, hier ist nix. Da geht's raus. Hier geht's nirgendwo weiter. Gibt's hier so eine Leertastenfunktion? Ne, gibt's nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ah. Was haben wir da? Was ist das gewesen? Kleines Päckchen Nähnadeln. Okay, was haben wir hier? Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Ah, okay. Rogers Brief. Rogers, Mrs. Owens und ich geben eine kleine Party am kommenden Wochenende. Nur 8 Gäste. Sie werden bestimmt zurechtkommen. Die Speisekammer ist gut gefüllt und diese Gesellschaft dürfte nicht so viele Schwierigkeiten bereiten. Wir werden Freitag früh ankommen, damit Miss Owens einen passenden Speiseplan erstellen kann. Bewahren Sie das beigefügte Paket für mich auf. Es ist eine Schallplatte. Ich möchte sie meinen Gästen vorspielen. Ulrich Norman Owen. Okay. Thomas Rogers. Der Butler scheint ein tüchtiger Kerl zu sein. Ich glaube, ich habe ihn und seine Frau bei einem Streit überrascht. Sie schienen sehr über die Aussicht aufzuregen, dass bestimmte Ereignisse sich wiederholen könnten. Ethel Rogers, die Frau des Butlers. Sie scheint über die ganze Angelegenheit sehr aufzuregen. Habe zufällig mitgehört, wie sie sich bei ihrem Mann darüber beschwert, wie schwierig es sei, so kurzfristig mit so vielen Gästen fertig zu werden. Sie deutete an, dass es nicht zum ersten Mal in einer solchen Situation stecken würde. Henry Blore. Er ist ein Mann, bla 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 bla. Anthony Marston. Ein junger, rücksichtsloser Dummkopf. Ein Glück, dass er auf die Insel keinen Straßen gibt. Ich begegnete ihm unterwegs auf der Insel. Er benahm sich etwas verdächtig. Okay. Kann ich damit irgendwas machen? Ich fürchte, es muss so bleiben. Das ist aber ärgerlich. Kann ich die kombinieren? Die passen nicht zusammen. Nein. Kann ich dich auseinanderbiegen? Das kann ich nicht auseinandernehmen. Schade. Das klappt nicht. Was haben wir hier? Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Rogers Einstellungsbrief. Rogers, Mrs. Owens. Okay, den habe ich schon gelesen. Mrs. Owens und ich werden heute Abend in London aufgehalten. Tun Sie bitte Ihr Bestes in unserer Abwesenheit. Meine Frau sagt, Sie sollen zum Abendessen Braten mit Kartoffeln und Gemüse und zum Nachtisch Pudding mit Sirup servieren. In der Speisekammer finden Sie alles, was Sie benötigen. Servieren Sie anschließend Drinks im Salon. Sie haben bereits die Schallplatte. Spielen Sie bitte die Seite mit dem Etikett Hallo, sobald es sich alle im Salon bequem gemacht haben. Wir kommen so bald wie möglich nach. Ulrich Norman Owen. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Im Badezimmer haben wir uns schon umgeschaut. Gut, dann haben wir dieses Zimmer fertig untersucht. Dann gehen wir mal da lang. Wo sind wir denn hier? Eine Türe. Türen sind immer gut, denn durch Türen kann man durchgehen.
Theoretisch. Ah ja, okay. Interessantes Gemälde. Vögel interessieren mich nicht, aber hier scheint sie jemand zu mögen. Jo. Da kann man Treppe rauf. Wo kommen wir denn jetzt hier aus? Kann man hier rein? Ah ja, hier kann man rein. Ah ja. Gut, das muss man auch erstmal wissen. Sie sind dran, Herr Richter. Tja, viel haben Sie mir nicht übrig gelassen, muss ich gestehen. Ich wusste zwar, dass Richter sich Geständnisse anhören, aber nicht, dass sie selbst welche machen. Oh, einige Richter könnten dazu Grund haben. Einige Ärzte ebenso, vermute ich. Okay. Ah, die spielen offenbar Snooker. Na, Snooker ist halt nicht der Fan, zu viele Farben. Darf ich Sie einen Moment stören? Bitte, Mr. Narracott, wir wollen uns konzentrieren und nicht plaudern. Sehr gut. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nicht jetzt, Mann. Sehen Sie denn nicht, dass wir beschäftigt sind? Was haben wir hier? Nicht, dass ich spielen wollte. Selbst wenn dafür Zeit wäre. Ich habe überhaupt kein Talent für das Spiel. Okay. Dann haben wir da hinten noch eine Tür, die wir untersuchen können. Ich kann es nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Okay. Ich weiß, was es zu essen gibt. Ne. Ein Heizkörper. Ein Heizkörper. Davon kann man nicht genug haben, ehrlich. Wo kommen wir hier hin? Ist das der Salon? Ah ja. Was kann ich einstellen? Das brauche ich nicht mit mir herumzuschleppen. Das sollte ich nicht tun. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Aber warum denn nicht? Ah, das kann er mit. Das sollte ich nicht tun. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Okay. Da hinten ist der Eingang. Also wenn man hinter die Blumen geradeaus geht, kommt man offenbar... Ich denke mal, das wird der Salon hier sein. In den Salon. Na gut, bisher ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Versuchen herauszufinden, wer unser Boot versenkt hat. Was haben wir hier? Aufmachen. Was ist das?